Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Ich sehe da hinten irgendwas. Könnte es, das sieht aus wie ein Troll. Ja, in der letzten Folge waren wir jetzt ein bisschen am Wandern, Wandern, Wandern. Eigentlich nach Dämmerstern, da wo unser Auftrag halt wartet. Und erstmal stirbt dieses Spiel. Stirbt dieses Hast du einen Ring? Okay, Moment. Wir warten kurz, dass das weg ist. So. Böse Herz des Bösen gefangen wird, die Herrschaft. Wie ein Rabe des Todes in seinem Horst war Dagos Tras und hielt sein blutigen Schild und blutiges Schwert. Geschwächt waren sie einfach zu töten. Ja, die Geschichten scheint mega interessant auch zu sein. Und deswegen werden wir die auch auf jeden Fall irgendwann mal vielleicht sogar richtig lesen. So, haben wir gleich mal wieder ein bisschen Beute gemacht. Können wir vielleicht auch in Dämmerstern dann verkaufen. Vielleicht funktioniert auch der kleine Trick wieder. Das muss ich halt immer ein bisschen wieder aufladen. Also es dauert immer ein paar Monate, Wochen, Spielwochen glaube ich, bis dann da auch wieder was drin ist. Das ist aber die falsche Schmiede hier. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so, ja, in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für dich. Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen. Alter, was labert mir da nicht die Hucke voll, ey. Ja, Karte aktualisiert. Toll. Ich weiß nur jetzt, wo die Halle der Wachsamkeit ist. Ja, es ist wieder was drinne. Ah, jetzt sind wir ein bisschen langsam. Aber wir haben ja sowieso ein bisschen Zeit. So. Erstmal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir gut gebrauchen können. Okay, hier jetzt nicht so unbedingt. Okay, gut, haben wir jetzt nicht so allzu viel bekommen. Das müssen wir auch noch wegbringen. Und ich greife jetzt keinen Drache an, das wäre mega blöd. Oder auch mal was. Nur um ein bisschen. Warte, bin ich hier überhaupt richtig hier unten? Aus dem Weg, lasst mich durch! Oh. Was war das? Ich wurde auf einem Bauernhof geboren, trat in die Armee ein, als ich volljährig war, und seither diene ich euch. Was ist mit eurer Familie? Es muss doch jemanden gegeben haben, der auf dem Hof auf euch wartet und sich fragt, ob ihr je wieder zurückkehrt. Das muss ich verneinen. Meine Eltern starben, als ich noch klein war. Seitdem seid ihr und die Armee die einzige Familie, die mir geblieben ist. Seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Ihr seid ein guter Alle Soldat, in der Stadt scheinen Albträume zu haben. Tut mir leid, wenn ich zu neugierig war. Nein, es ist einfach nicht viel dabei. Na, guck mal, hier liegt sogar noch unser Zeug rum. Niemand in Dämmerstern scheint nachts ruhig schlafen zu können. Ihr kauft am besten euren Stahl und zieht dann weiter, Fremdling. Albträume. Alle leiden darunter, egal ob Mann oder Frau. Ich kenne niemanden, der nicht davon betroffen ist. Einen bösen Traum kann ich ja verkraften, aber dass jeder denselben Traum träumt? Jede Nacht?
Ich sage euch, das ist ein Fluch. Ich habe gehört, dass ein Priester von Mara das Gasthaus besucht. Vielleicht heilen uns ja die Göttlichen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Komm, packen wir das auch weg. Eisenpfeile brauchen wir auch nicht unbedingt. Moment, der hat kein Geld mehr. Dann wird eingekauft. Aber gleich haben wir auch kein Geld mehr. Siehst du? So. Erz kann er haben. Kann er auch haben. Säbelzahn, Tigerpelz wollen wir auch nicht. So. Ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Aber verbessern können. Hier fehlt doch einfach was. Hier muss doch so ein Ding noch stehen. Ja, ich merke schon, dass ich zu viel. Frage. Ich trage wirklich mega viel mit mir rum. Bei den Göttern, ich bin so müde. So, wir gehen als erstes dahin. In das Museum. Das muss das sein. Moment, ich komme sofort. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Reden wir drinnen weiter. Gut, dann gehe ich rein. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Die größten Erfolge des Kultes waren die Ermordung der Septim-Dynastie und das Öffnen der Oblivion-Tore. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber... Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Dädra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Ah, eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der dädrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet
und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Gut, so. Erledigen wir das. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber wir erledigen es trotzdem. Der Immortal. Markers. Einer fehlt aber noch. Ah, sehr gut. Dann holen wir den zuerst. Ach ja. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ihr gehört mir. Das ist aber eine Überraschung. Zack. Ah. Na komm, packen wir die weg. Nein. Okay, dann schnetzeln wir hier wohl einfach nur durch. Vielleicht ein bisschen Geld oder so. Wow, ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Boah. Jetzt bald ein Messer im Stiefel. Was? Habe es satt, immer entwaffnet zu werden. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ein kleiner Stoma. Das wäre jetzt was. Der Importier. Was war das? Dann krieg ich einen Pfeil in die Brust. Was war das? Bin ich unsichtbar? Er ist einfach nur. Ein bisschen schleichen trainieren, deswegen versuche ich jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger durchzukommen. Oh, ich würde das gerne alles mitnehmen.
Wow. Wo zieht er sein Schwert? Was war das? Lassen wir die Spielchen. Mehr habt ihr nicht drauf? Ja. Irgendwas von dem mitgenommen. Schild, glaube ich, oder? Ja. Hä, warum habe ich denn jetzt meine Magie weg? Dietrich und Gold. Geldbeutel. Bücher gern alle mitnehmen würde, aber ich hab jetzt nur den Schlüssel, oder? Das ist jetzt nicht einfach nur der Schlüssel. Da wieder rein. Kapiere ich jetzt nicht. Wie bescheuert? Gehen wir hier runter. Ja, siehst du, das sieht doch schon besser aus. Entschuldigung. Irgendwas stimmt hier doch nicht.
Entschuldigung. Alter. Giftpfeile ohne Ende hier. Habe ich jetzt wieder zu viel mitgenommen. Mein Gott. Ich glaube, wir müssen einfach gleich mal zu unserem Häuschen. In Weißlauf, das ist, glaube ich, wäre mal angebracht. Hier ein bisschen wegzubringen. Oh, bin ich müde. Na, wo geht's denn jetzt? Oh. Na. Na, ich wollte das nicht mitnehmen. Nee, hier wollte ich nicht was. Auch nichts. Jetzt müssen wir. Gut. Karte. Flusswahl. Nee, da will ich nicht hin. Weißlauf wollte ich hin. Wir haben nichts, glaube ich, zu verkaufen für die Dame. Hä, habe ich die nicht mal weggebracht? Oh, was ist passiert? Lass das, wo es war. Warum denn? Ich bin ein einsamer Mann. Lal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 
Da ist jetzt auch wieder das Ende zu sehen. Und die Bücher. Amethyst, Aretino, Familienerbstück, Besen. Da habe ich einen Besen dabei. Alter, 6 Gewicht für so ein paar kleine Brocken, weißt du? Das ist kein Gewicht gut. Wir haben echt viel Müll dabei. Obwohl Müll ist auch eher so Auslegungssache. So, damit werden wir, Alter, werden wir fertig. Und wir schlafen jetzt erstmal 6 Stunden. Charakter muss ja mal ausgeruht sein und ich trinke in der Zeit mal ein Schlückchen. Hm? Was? Wo bin ich? Gut geschlafen? Warum Arschtritt? Astrid? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trockenen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Eine Schuld muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte und ihr macht euch auf den Weg. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Ich heiße Fulltime. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Bitte.
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Stränge geschlagen. Aber Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist. Nehmt mir diese... Es tut mir leid. Feiglinge. Eine Frau aus ihrem eigenen Haus zu entführen, ihr solltet euch schämen. Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ich kniee hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ich habe keine Wer Zeit immer für das auch ist, Unsinn. Wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Mich? Ist das euer Ernst? Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle, ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Also bitte, was das Problem auch sein mag, wir können wie zivilisierte Wesen darüber reden. Hm? Was ist hier los? Verflucht, was macht ihr da? Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Er liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes, gleich unter der Straße, geschützt vor neugierigen Blicken. Nehmt mir diese Sachen ab!
Bye. Ja, das war's dann auch für diese Folge. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.